Einen wunderschönen guten Tag zum iBusiness Video Podcast. Heute zum Thema Retail Media. Ich habe hier die Christina Rose, Analystin von iBusiness. Und bei mir sitzt Joachim Graf, Zukunftsforscher und Herausgeber von iBusiness. Retail Media, Handelswerbung. Ein spannender Markt und auch wir auf iBusiness haben ja vor Jahren schon gesagt, das ist ein Markt, der wächst, der kommt, weil natürlich datengeschütztes Marketing und E-Commerce, das sind eigentlich zwei Partner, die sich unbedingt miteinander verheiraten müssen. Aber ganz so einfach, das ist so die Erkenntnis, scheint es nicht zu sein, Christina, oder? Genau, weil im Grunde die Erwartungen schon vor Jahren sehr, sehr hoch waren an diesem Markt. Man muss fairerweise sagen, die Wachstumszahlen sind ja auch enorm. Also im Verhältnis zu anderen Online-Werbeformen hat Retail Media die höchsten Zuwachszahlen letztes Jahr gehabt. Das Problem ist aber so ein bisschen, dass wir ja versucht haben herauszufinden, wie hoch die Umsatzzahlen tatsächlich sind. Und da scheiden sich ja die Geister. Also es gibt so eine Zahl beispielsweise, die so durch die Gegend wächst. Ich habe die jetzt hier, nämlich Amazons deutsche Werbetochter, die fürs Jahr 2019 853 Millionen Euro Umsatz ausweisen. Also 300 Millionen waren es im Vorjahr. Also das ist schon ein relativ großer Batzen. Was gibt es denn noch an Zahlen? Wie groß ist der Markt? Also ich habe noch als Zahl gefunden, dass Amazon mit Retail Media 2020 über 1 Milliarde Umsatz gemacht haben soll. Retail Media ist die schnellsten wachsende Zahl im Online-Marketing. Die Frage ist nur, welchen Anteil hat Deutschland darin? Also da gibt es ja unklare Zahlen, ehrlich gesagt. Also es gibt zum Beispiel die Aussage, als sechstgrößten E-Commerce-Markt weltweit entfällt auf Deutschland gerade mal 1% der weltweiten Retail-Media-Einnahmen, weil das jetzt mit allen anderen Zahlen nicht so richtig gut zusammenpasst, haben wir ja festgestellt. Also schwierig, also klar ist, Deutschland hat einen sehr kompetitiven Handelsmarkt, auch gerade auch einen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt. Deutschland ist einer der großen E-Commerce-Märkte in der Welt. Deutschland hat einen vergleichsweise hohen Werbemarkt. Das heißt, das sind alles Faktoren, wo man sagt, ja, eigentlich sollte der Anteil doch relativ hoch sein. Und wenn man sich Zahlen anguckt, zeigt das ja eigentlich auch, dass normalerweise Deutschland da immer auch im weltweiten Verbund relativ weit vorne mitspielt. Wenn du jetzt aber sagst, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass der deutsche Anteil so niedrig ist, woran liegt denn das dann? Also unabhängig mal von der Zahl, ob diese 1% tatsächlich stimmen oder nicht, gibt es tatsächlich viele Gründe, die Händler und auch Marken und auch Agenturen anbringen, warum es vielleicht doch noch nicht so durch die Decke gegangen ist, wie schon vor ein paar Jahren erwartet. Allen voran erstmal natürlich kleinere und mittelständischere Marken haben ja ein Problem. Retail Media ist ein Thema, das von den Großen besetzt wird und auch vorangetrieben wird. Klar, Thema Reichweite. Die KMU haben natürlich da das Problem, dass sie genau dieses nicht haben, sowieso vermehrt ihr Werbebudget bislang nach wie vor auf Google und auch auf Social Media einsetzen und ihren eigenen Webshop fokussieren, bevor sie auf andere Handelsplattformen setzen. Sie argumentieren auch damit, dass Google deutlich mehr Anzeigen- und Reichweitenmöglichkeiten bieten, wobei man fairerweise sagen muss, dass Amazon hier aufholt, zum Beispiel mit der Amazon DSP, der Demand-Side-Plattform, über die Werbetreibenden ja alles Mögliche ausspielen können und auch ihre Anzeigen programmatisch verkaufen können. Genau, ansonsten ganz klar ist das Thema neben Reichweite auch Manpower. Man braucht schon einfach so einen gewissen Stab an Experten, die das Thema besetzen können. Das Thema Echtzeitdaten wird immer wieder genannt, um auch Kampagnen zu überwachen. Dann wird halt auch einfach bemängelt, es gibt einfach begrenzte Optionen für die Zielgruppenansprache. Da würden sich viele kleinere und mittelständische Marken
viel mehr Optionen wünschen. Und ein ganz wichtiges Thema ist einmal mehr Datenhoheit. Das heißt, ganz viele Händler wollen eigentlich ihre Daten auch nicht mit den Marken teilen, was bei Retail Media einfach nötig wäre. Wobei die Frage ist natürlich immer, was ist das eigentlich, dieses Retail Media? Also ich habe ja hier die Zahlen, die wir mal zusammengestellt haben, Reichweite von Programmatic Advertising, Datenquellen, also was gibt es eigentlich überhaupt an Daten, irgendetwas programmatisch auszuspielen, 83 Millionen Datensätze Bevölkerung, da gibt es natürlich Sachen, ich kann Internetnutzer, irgendwie rund 70 Millionen Online-Käufer, da bin ich bei, was weiß ich, 60 Millionen, aber schon bei Google-Konten mit knapp 50 Millionen oder Amazon-Kunden mit 40 Millionen, das sind ja riesen Blocks, wo ich auch nicht so genau weiß, was davon ist jetzt Retail-Media? Ist jetzt Retail-Media das, was ein Amazon-Händler auf Amazon an Werbung schaltet, weil das ist ja im Prinzip Retail Media, weil Amazon sozusagen quasi die Werbeplattform ist oder wenn das ein eBay-Händler tut, was ist mit Google Shopping? Das sind ja alles Umsätze, wo doch relativ viel Geld fließt, das kriegt man ja auch mit, da viel Geld fließt ja in diese großen US-Plattformen. Aber das, was an Studien vor uns vorliegt, also auch gerade diese Criteo-Studie, die ja eher aus dem programmatischen Bereich kommt, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob diese Abgrenzungen da so exakt sind und dass dieser, sage ich mal, dieser Blick von oben auf diesen Markt, ob es den wirklich in der Hinsicht gibt. Und du hast ja auch die Experten befragt. Und da gibt es ja auch tatsächlich großen Ärger, was die Transparenz in dem Markt angeht, oder? Ja, also ich würde es nicht gleich Ärger nennen, aber zumindest wünschen sie sich ja deutlich mehr Transparenz. Also klar ist, dass die Werbeausgaben dem veränderten Such- und auch Einkaufsverhalten der Nutzer folgen. Also da hat der Pandemieeffekt sicherlich nochmal eine Rolle gespielt. Aber klar ist auch, also jeder wünscht sich mehr Daten, Echtzeitdaten, und auch zum Beispiel Vernetzung mit In-Store-Daten, um erstens ja mehr Optionen in der Zielgruppenansprache zu bekommen. Und wir reden ja nicht von Profilen, sondern wir reden einfach nur von Verhaltensdaten, ja, um nachweisbare ROIs dann einfach zu gewinnen. Das liegt aber natürlich auch, da beißt sich irgendwie die Katze so ein bisschen in den Schwanz, wenn sie halt argumentieren, naja, wenn ich mehr Daten hätte, würde ich mehr Kampagnen schalten. Es fehlt aber auch einfach an Erfahrungen und Cases. Weil diejenigen, die es gemacht haben, sind eigentlich durchweg zufrieden gewesen. Das ist so ein bisschen so diese Angst, irgendwie sich vielleicht da in einer neuen Werbeform zu bewegen und auch einfach mal in der Hinsicht was zu wagen, wobei das Wagnis ja durchaus überschaubar ist, wenn man sieht, dass es in der Regel funktioniert. Klar ist aber, es fehlen Standards in der Buchbarkeit, in der Aussteuerbarkeit und in der Messbarkeit und das marktplatzübergreifend. Das sind alles so Aussagen, die ich von einem Affiliate-Markt vor 15 Jahren auch schon gehört habe, wo genau die gleichen Probleme aufgetaucht sind. Einmal mehr zeigt sich, glaube ich, dass nicht alles, was technisch machbar ist, auch operativ innerhalb von kurzer Zeit umgesetzt wird und dass auch dass ganz viel, was an Prognosen von Beratungen und sowas durch die Gegend getragen wird, ganz oft eben auch eher einem Wunsch entspricht als einer tatsächlichen Marktentwicklung und dass der Teufel einmal mehr im Detail liegt. Und wir merken, das ist mal wieder ein Godot-Markt. Also wir warten alle drauf, dass er kommt und er steht wirklich unmittelbar vor der Tür. Aber das dauert und ich glaube, das wird auch dahin noch dauern, bis auch mittelständische Händler in der Lage sind, tatsächlich mit ihren Daten A, vernünftig umzugehen und B, auch Kunden zu haben, die diese Daten dann auch nutzen. Und wir merken das ja in anderen Märkten, wie In-Store, Radio oder was auch immer, in dieser Verknüpfung zwischen Marken und Handel. Das sind schon auch immer sehr spezielle Märkte. Und ich glaube, das wird auch im Online-Bereich, also bei Retail Media, noch eine ganze Weile so weitergehen.
wenn die Wachstumsraten sind hoch, wenn auch natürlich, glaube ich, nach wie vor auf relativ niedrigem Niveau. So viel von uns. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wie immer, alles, was es an Links dazu gibt, was wir gefunden haben, was wir zusammengestellt haben, finden Sie wie immer hier unten. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.